Hallo meine Lieben, willkommen zu meinem Happy Baby Blog und heute befinde ich mich auf der Köln Messe. Ich habe eine Einladung bekommen von babyartikel.de mit zwei Eintrittskarten und ich bin ganz happy darüber hier zu sein, denn das ist eine Fachbesuchermesse und normalerweise kommt, normal steppe ich mich hier gar nicht drauf, es sei denn, du hast irgendwie einen Babyladen oder sonst irgendwie einen Fachhandel und ich darf mich heute umschauen und mir sämtliche Sachen anschauen, ganz genau unter die Lupe nehmen. Hier gibt es alles Mögliche von Kindermöbel, Lampen, Buggys, Kinderwagen, alles Mögliche von Kinderkleinzubehör wie Flaschen und Schnuller, Jogger. Wir haben jede Menge Babytragen auch gesehen. Unter anderem war ich schon bei dem Stand von Ergo Baby und habe mir dann mal genau zeigen lassen, wie das Ergo Baby angelegt wird, weil ich habe das vorher zu Hause ein bisschen falsch gemacht und jetzt spüre ich meinen Kleinen schon gar nicht mehr. Hier habe ich auch einen kleinen Freund. Die kleine Biene Maya und ja, ich bin jetzt hier auf der Messe und freue mich schon, so rumzugehen und mir sämtliche Weltneuheiten anzuschauen. Wie heißt die Maike? Mexelot. Der Mexelot. So einfach geht das. Ja, mein Baby wird geklaut. Ich befinde mich jetzt auf dem Stand von Jules. Unser Kinderwagen ist ja auch von der Marke Jules, mit dem ich sehr, sehr happy und glücklich bin. Es ist jetzt aber gerade so, dass der Kleine unbedingt gerne mehr gucken will und gar nicht mehr so gerne in der Wanne liegen bleibt. Es fällt mir aber sehr schwer, den anderen rauszunehmen, weil erstens ständig glotzen die Leute oder wollen anfassen, das geht ja aber gar nicht. Und er ist einfach auch zu schwer für mich mittlerweile mit 9,5 Kilo, dass ich ihn die ganze Zeit immer rumschleppe und dann noch parallel in den Kinderwagen schiebe. Jetzt habe ich mal hier nachgefragt, direkt bei den Experten bei Jules. Die haben mir gesagt, ich kann den Buggy Aufsatz schon benutzen, obwohl er erst gedacht ist für Kinder, die bereits sitzen können. Aber es gibt eine Möglichkeit, und das ist der Sitzverkleinerer, den kann ich online bestellen bei denen auf dem Online-Shop. Und somit habe ich eine plane Fläche, aber das Kind kann halt rundum mehr sehen. Ein echt cooler Stand hier von Jules mit sämtlichen Kinderwagen und hier die neuen Griffe. Die finde ich ja total cool. In allen möglichen Variationen. Auch hier wieder was in Jeans für Mädchen mit Pink. Ich befinde mich jetzt hier auf dem Stand von Jules und neben mir habe ich mir direkt die Marketingleitung für Deutschland gecasht. Das ist die Saske. Und danke schön, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das jetzt zu zeigen, weil ich will jetzt unbedingt wissen, wie das funktioniert mit dem Sitzverkleinerer. Und sie wird mir das jetzt mal zeigen, dass es möglich ist, den Kleinen jetzt schon in den Buggy zu setzen, damit er auch mal ein bisschen mehr sehen kann. Also das ist jetzt der ganz normale Buggy, den ich ja auch zu Hause habe. Und das ist der Sitzverkleinerer von Jules. Ja. Die können Sie einfach im Sitz einlegen. Ja. Und dann wird der Sitz also verkleint, sodass der Kleine auch noch immer sicher und komfortabel im Sitz sitzen kann. Dies kann man so verstellen, auch höher machen. Ah, okay. Und natürlich muss der Sicherheitsgurt hier kurz also durchgezogen werden. Ja. Ah, dann wird das Kind angeschnallt. Ja. Und da hier ist noch ein Fallkissen runter. Ja. Das heißt, dann liegt der Kleine auch ganz plan. Mhm. Okay, das heißt, ich brauche nur dieses Ding und dann kann ich dem Kleinen Schicki fahren. Ja, sicher. Super, das machen wir doch mal. Das bestellen wir dann online bei Ihnen auf der Seite und dann ist mein Baby ganz happy. Mein happy Baby. Ja, und Sie sehen auch auf unserer Webseite unsere Händler. Also da können Sie einfach über Google sehen, welcher Händler bei Ihnen in der Nähe ist. Und dann haben Sie natürlich auch den Sitzverkleiner für die. Super, den gibt es nur in Schwarz oder auch in anderen Farben? In Schwarz, ja. Okay, wunderbar. Vielen Dank, Saskia. Dankeschön. Ja, und hier geht es auch weiter direkt zum Edelhersteller. Und die Lampe finde ich total geil. Das ist eine Lampe, bestehend aus ganz vielen Schnullis. Sieht die nicht cool aus? Und hier machen so ganz edle Schnullerbänder. Und die haben sogar was für die Snobbys in Gold und in Silber. Süße Schnuller. So, und hier habe ich mir erstmal einen Twix genommen, weil ich habe gerade Hunger. Babyspielzeug noch und nöcher. Hier ist die Welt so bunt. Ich werde wahnsinnig. Ich möchte spielen. Jetzt befinde ich mich auf dem Stand von Haber. Haber ist ein sehr
lang altbewährter Hersteller für Kinderspielzeug unter anderem und auch bekannt für Holzspielzeug. Ich stehe ja total auf Holzspielzeug und ich entdecke gerade hier ganz viele süße Elefanten und ich finde das voll schön, was sie hier haben. Auch hier eine Kinderwagenkette mit Elefanten. Ist die nicht süß? Weil mein Kleiner hat eine Kinderwagenkette von Babyglück und die mag er eben nicht so gerne. Aber die Sachen hier finde ich so niedlich. Hier sogar eine Spieluhr. Das hört ihr leider nicht, aber die Melodie ist ganz süß. Ist das nicht süß? Ich stehe so auf Elefanten. Ich wünschte, ich hätte einen Elefanten. Als Kind wollte ich immer einen Elefanten haben, aber meine Eltern haben mir nie einen geschenkt. Andere Mädchen wollten ein Pferd, ich wollte einen Elefanten. Was ist das denn hier? Eine Lampe, ne? Und hier sogar noch ein Mobil mit Elefanten. Wie süß! Da vorne seht ihr Kinderfußsäcke, also Kinderwagenfußsäcke. Und das wird unser nächstes Thema sein, weil wir brauchen jetzt ganz in Kürze einen Fußsack für den Winter. Und da weiß ich noch nicht, was ich nehmen soll, ob Down oder Lammfell, aber jetzt werde ich mich mal ein bisschen beraten lassen und dann wissen wir ein bisschen mehr. Habt ihr das gerade erkannt? Das ist ein kleines Lernfahrrad mit dem Branding von Fußballclub FC Barcelona. Wenn mein Kleiner erstmal ein Fußballverständnis hat, wird er, glaube ich, sehr, sehr viel Freude haben und vielleicht auch sowas haben wollen. Und hinter mir sind ganz viele Fahrräder und Lernfahrräder für Kinder, die total süß sind. Echt. Mit so vielen süßen Motiven von Minnie Maus und Mickey Maus und Turtles und was haben wir auch alles hier. Hello Kitty ist ja das reinste Paradies. Also ich weiß genau, mein Fahrrad früher, mein erstes Rad war so ein grünes, grasgrünes Fahrrad. Da war nichts dran, das war total normal. Und das Besondere an dem Rad war, links und rechts am Lenkrad waren so Bomben oder irgendwelche Flatterdinger. Und das fand ich so cool und war total stolz für Oscar. Aber wenn ich heute die Fahrräder sehe, die sind ja total abgespaced und total stylisch. Da geht ein jedes Kinderherz auf. Ja, aber man kann das noch ein bisschen zu klein für ein Lernrad oder für ein Fahrrad, aber es kommt ja noch schon schnell genug. Aber was ich ja auch gesehen habe, ihr Lieben, hier gibt es auch ein bisschen viel Shishi, Sachen, die man überhaupt nicht braucht, wie zum Beispiel irgendwelche Lernmesser, Löffel, Gabeldinger mit irgendwelchen Krönchen drauf, in Gold und in Silber und irgendwelche komischen Tuben, Cremetiegel, auch mit so einer Krone drauf, die man so abnehmen kann. Da habe ich jetzt gerade nicht gedreht, weil der Stand war ein bisschen klein und da hätten die mich auch angesprochen und das wäre nicht gut gekommen, weil da hätte ich gesagt, was habt ihr da eigentlich da für ein Quatsch für Kinder? Deswegen erzähle ich das lieber mal kurz. Was hatten ja noch so Seifentuben, ne? Und so komische Bademäntel, so endless Bademäntel für feine kleine Mädchen mit ganz viel Gold- und Silberapplikation, mit Krönchen und so weiter. Also das geht gar nicht. Da fängt man ja direkt an, das Kind zu versauen. Ohne mich. So, jetzt bin ich hier an einem Stand. Hinter mir sieht man das schon. Mit irgendwelchen Schwimmreifen. Das sind aber keine normalen Schwimmreifen, sondern du kannst diesen Schwimmreifen um den Hals des Kindes packen, die man jetzt hier auf dem Video, auf der Videopräsentation sieht. Und damit kannst du das kleine Kind in der Badewanne baden oder auch mit dem Schwimmen gehen. Und ich lache mich tot, dann geht das Kind nicht unter. Ganz ehrlich, wenn ich das meinem kleinen Noma um den Hals schnallen würde, der wird total durchdrehen in der Badewanne und so strampeln, dass alles nass ist. Auch mal mit der Kategorie, braucht man nicht. Jetzt befinden wir uns in einer Halle, in der es auch jede Menge Lätzchen gibt und Windeln gibt und Mehrwegwindeln und Dampfgarer und Mixer für Babys und auch Flaschen und Nookies. Und man merkt, die Hersteller, die gehen alle in Richtung Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und umweltfreundliche Produkte, alles was ökomäßig auf jeden Fall tragbar ist und überschlagen sich damit auch total. Weil ich für mich muss sagen, ich bin ein großer Pampers-Fan von den Einwegteilen, weil ich habe keine Lust, die Windel so 5-6 Stück zu kaufen und die dann jeden Tag zu waschen. Das ist ja total anstrengend und das macht auch nicht so viel Sinn, gerade wenn man unterwegs ist. Aber man lernt hier jede Menge Dinge kennen über andere Möglichkeiten, die man vielleicht in den Alltag integrieren kann, auch, die auch nicht so viel Zeit rauben und praktisch auch sind. Kleines Rennauto fürs Baby, muss das sein?
Hinter mir befindet sich der große Stand von Philips, von Avent. Ich selber bin ein ganz großer Avent-Fan und habe jede Menge Flaschen von Avent auf dem Vaporisator und Schnuller nicht. Aber jetzt habe ich hier gerade diese leeren Trinkflaschen gesehen und die finde ich süß, weil die echt toll aussehen von den Motiven her und sehen auch recht griffig und robust aus. Ich habe jetzt meine Flaschen wirklich genau 5 Monate und die sind einwandfrei, also da ist noch nichts dran. Ich muss jetzt gleich mal fragen, ob ich andere Aufsätze brauche für mein 5 Monate altes Baby, ob da die Nookies gewechselt werden müssen. Weil bis jetzt sehen die noch super aus, weil ich die auch immer reinige im Vaporisator, jeden Tag. Aber es kann ja sein, dass aufgrund der Veränderung des Kiefers und des Wachstums, dass er einfach andere, größere braucht. Ja, und ich interessiere mich sowieso für diese schönen Flaschen, die auch so blau angehaucht sind. Weil eine Flasche habe ich letztens irgendwo mal liegen lassen in der Gastronomie, was mich total ärgert, weil ich habe genau 6 Stück für den ganzen Tag und damit komme ich wunderbar hin. Jetzt habe ich noch 5. Hinter mir befindet sich der Stand für Kindersicherheit In- und Outdoor und das wird bei uns jetzt demnächst auch ein ganz großes Thema sein. Zum Glück habe ich keine Treppen. Aber sämtliche Schubladen und Türen und Steckdosen müssen vor allem gesichert werden. Und das schaue ich mir jetzt mal genau an, was es für einzelne Möglichkeiten gibt, um da das Kind abzusichern bzw. die Wohnung sicher zu machen. Man muss es auch nicht übertreiben, aber eine gewisse Vorkehrung finde ich schon persönlich sinnvoll. Mein Kleiner ist gerade wach, jetzt muss ich mal nach ihm schauen. Das sind jetzt hier unter anderem Türstopper, finde ich persönlich sehr sinnvoller, damit die Kinder sich nicht in der Tür die Finger einklemmen. Und hier gibt es auch nochmal so Eckenschutz für die Tischkanten, auch in verschiedenen Größen. Kann man auf jeden Fall mal zu Hause probieren einzubauen oder das Kind dahingehend zu trainieren, dass es sich da nicht den Kopf stößt. Wahrscheinlich wird es sich eh einmal in den Kopf stoßen und damit muss man wahrscheinlich leben. Ich weiß es aber noch nicht. Meine Lieben, jetzt bin ich hier gerade bei dem Stand von OXO und das ist ein Hersteller für Haushaltswaren unter anderem und die sind bekannt für Optik und Funktion. Das heißt, die legen auch sehr, sehr großen Wert auf das Design und die Sachen sehen nicht nur cool aus, sondern funktionieren auch wunderbar. Jetzt habe ich hier diese Tasse geschenkt bekommen und die finde ich total stylisch, weil man kann die dann drehen und dann kommt ein Strohhalm raus. BPA-frei, aus Silikon und ist komplett dicht. Man kann das auch schön befestigen an den Kinderwagen oder an den Schulranzen oder fürs Kindergartenkind. Dann hat man auf jeden Fall ein cooles Baby. Das Ding ist spülmaschinenfest, hat man mir gerade gesagt. Und ja, ich finde, das Ding erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck. Jetzt sehen wir jede Menge Babybadewannen und auch Hilfen zum Baden. Unter anderem auch Töpfchen und Windeleimer. Das sind sehr, sehr große Kinderbadewannen. Ich glaube nicht, dass man so eine große Babybadewanne braucht, weil die ist ja mindestens 1 Meter lang. Aber cool aussehen tut sie trotzdem. Ja, ich bin mal gespannt, demnächst irgendwann mal in, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Monaten fangen wir auch an mit dem Trockenwerden und da bin ich mal gespannt, auf welche Utensilien ich da zurückgreifen werde, um das Kind trocken zu machen. Da gibt es ja jede Menge Möglichkeiten, von Toilettentrainern über irgendwelchen Treppchen und Töpfchen und Babypotties mit so Deckel und Wahnsinn, was es da alles heutzutage gibt. Ich hatte früher nur ein Töpfchen und das war's. Schöne Möbel hier. Wir sind jetzt beim Stand von Elodie und die haben wirklich so richtig schöne, edle... Hallo. Machen Sie Video oder? Nee, wir drehen ein Video. Nee, aber bitte kein Video. Das ist ja meine Wickeltasche, die kennt ihr ja schon bereits alle. Die ist ja von der Marke Lessig und ich bin jetzt hier gerade auf dem Stand von Lessig und jetzt sehe ich gerade diese Tasche hier. Die habe ich damals schon mal gesehen, aber die war noch nicht lieferbar. Passt aber perfekt zu meinem Kinderwagen. Die ist auch aus Jeans und hat diese coolen limettefarbenen Griffe. Finde ich viel schöner. Und jetzt befinden wir uns in der Halle 8. Und hier befinden sich so viele Kinderwagenhersteller. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Kinderwagenhersteller gibt. Unter anderem auch die Jogger und Buggies und Kindersitze, Autokindersitze. Also ich werde jetzt mal gucken, weil ich brauche für demnächst einen neuen Kindersitz. Wir haben ja dieses Family Fix Two-Way, also Reboarder und nach vorne. Und das Ding wächst dann mit, bis der Kleine 4-5 Jahre alt ist und braucht halt immer dementsprechend einen anderen Aufsatz, einen anderen Sitz. Je nach Körpergröße und Gewicht. Und
Jetzt kann ich mich aber informieren, weil es ist jetzt bald soweit. Er ist jetzt schon 10 Kilo und nach 13 Kilo sollte man den Maxiposia auch nicht mehr benutzen, also diese Babyschale. Aber er ist auch relativ groß, also die Füße sind schon drüber und alles. Also ich gucke jetzt mal, was es gibt für unseren kleinen Noah und dann werde ich euch mal auf dem Laufenden halten. Schaut euch mal diesen Sitz an, was für ein Hightech-Mechanismus dahinter steckt. Man kann die Rückenlehne kippen, das Ganze ist total dick und fett gepolstert. Ich glaube, da ist sogar ein Airbag drin, ich weiß es aber nicht genau. Wahnsinn, was es alles gibt heutzutage. Man kann sich überhaupt nicht entscheiden, welcher Kindersitz ist denn jetzt der richtige für meinen Sohn. Wir waren jetzt bei verschiedenen Herstellern und das ist der totale Wahnsinn, was es für eine Auswahl gibt. Und das Ding ist einfach, man muss das Kind immer wieder reinsetzen und gucken, wie fühlt er sich darin wohl. Und danach muss man einfach entscheiden. Und nun befinden wir uns auf dem Stand von Recaro. Recaro kennt ja die meisten von euch. Das sind ja diese ganz berühmten Sportautositze. Und hier sehen wir hinter mir aufgebaut die Sitze der Anfänge, der Herkunft sozusagen. Wenn das mal ein Recaro-Sitz ist von damals, zeige ich euch gleich mal die neuartigen Dinge. Und so ist halt der Fortlauf der Sitze gewesen von damals. Und wenn wir uns jetzt umdrehen oder ihr kommt einfach mal mit, Hintergrund die absolut spacigen, stylischen, neuartigen Teile. Ich finde Recaro ganz cool, weil die alles vereinen, also Sportlichkeit, Orthopädie und auch gute Optik. Ja, das war ein sehr spannender Tag für uns auf der Kind- und Jugendmesse hier in Köln. Vielen Dank babyartikel.de für die beiden Freikarten. Das hat uns eine große Freude bereitet und auch einen großen Einblick verschafft in die große Welt der Babys und der Kinder und Jugend. Ich habe jetzt eine Menge mitgenommen und werde jetzt mal schauen, wie ich die nächsten Monate mit dem Kleinen verbringen werde und welche Accessoires ich kaufen werde, die ihm auch was bringen und sinnvoll sind. Verabschiede mich von euch, es war super und jetzt geht's rüber in die Längsarena, denn da ist die Marathon Expo und ich hole jetzt meine Startunterlagen ab, denn morgen ist der Köln-Marathon und darauf freue ich mich sehr, ein paar Meter zu laufen. Bis dann, eure Linda. Muah.